So, back to the track. Okay. So. Jetzt haben wir ja bisher gelernt, wie Polyobjekte allgemein definiert und angewendet werden. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten praktischen Beispiel. Heißt also, wir erstellen jetzt mal eine klassische Map und fügen dort ein paar Polyobjekte ein. So, also erstmal New World. New What? Ja, die Dateiweiterung ist ein bisschen seltsam. Ist aber so, kann man jetzt nichts daran ändern. So, die speichern wir erstmal. Bam, bam. Okay. Wir erstellen wieder klassisch eine neue Map. Und zwar eine Doom 2 Map für das Z-Doom Port. Alles wie gehabt. Einmal New Map natürlich. So, UDMF. Okidoki. So. Okay. Also als allererstes erstellen wir eine ganz einfache Map, so wie sie jeder von Doom kennt, wie sie Vanilla-kompatibel ist und wie sie alle lieben und hassen gelernt haben, denke ich jetzt mal. Okay, wir machen einfach mal 512 mal 512. Das klingt so als Hauptraum erstmal ganz solide. So, haben wir hier unseren kleinen Raum. Dann erstellen wir noch einen kleinen Spot, von wo aus wir persönlich starten. Dazu fügen wir hier noch einen kleinen Raum hinzu. Ah, da drinnen hier starten wir. Und zwar das mit der Symmetrie ist so eine Sache. Wir machen das immer ein bisschen kleiner, damit es ein bisschen schicker aussieht. So. Dann starten wir nämlich schön mittig. Da. Guck natürlich nach vorne. Und das hier, das wird eine grüne Fläche. Ah, ein bisschen. Bisschen Larifari, ein bisschen grün. Ja, ein bisschen. Machen wir einfach ein bisschen Gras. So, als Decke nehmen wir gar keine Decke. Heißt also, man sieht den Himmel. So. Soweit erstmal das hier. Dementsprechend hier natürlich als Decke auch der Himmel. So. Das Ding kann ein bisschen tiefer gehen, damit sie ein bisschen sich absetzt. Da machen wir auch schön Gestein hin. Können wir eigentlich hier alles machen. Sieht einfach besser aus, gerade für Gartenlandschaft. Suche Steinpunktechse, wie heißt du? Du bist Rock 2. Da haben wir dich. So. Okay, jetzt haben wir hier schon mal so einen kleinen Garten, sage ich jetzt mal. Wir starten hier. Und jetzt definieren wir hier so einen kleinen Gang. Der geht zum Beispiel einmal hier, rum. Nein, darum. Geht hier zurück. Sieht das mal ein bisschen dumm aus. Muss aber so sein. So, dann definieren wir hier. Also erstmal haben wir hier so einen kleinen Gang, ne? Macht soweit Sinn. Gang, Gang, Gang. Wir machen es tatsächlich mal ein bisschen höher. Dann haben wir nach oben hin mehr Freiheiten. Nein, nicht du, du. So, aber ein bisschen mehr entfaltungstechnische Freiheiten. Okay. Hier ist unser Garten. Hier gehen wir hin. Und ich möchte jetzt, dass das hier eine Treppe wird, die nach oben geht. Das heißt also, wir fügen hier ein paar Stufen hinzu, indem wir hier was hinmachen, hier was hinmachen. Aha, ein bisschen Massenverarbeitung.
warum nicht? Ist ja nur erstmal eine Demonstrationsmap. So, jetzt haben wir hier viele kleine Sektoren, die wir alle immer Stück für Stück annehmen können. Heißt also, wir starten hier, gehen geradeaus. Das Ding lasse ich noch so. Ab hier geht es dann eins höher. Machen wir das mal anders. Wir markieren das mal so. Machen das alles eins höher. Na doch, die erste Stufe mache ich auch gleich mit. Wieder eins höher. Wieder eins höher. Wieder eins höher, bitte nur. Danke. So. So haben wir langsam Stück für Stück immer mehr Stufen. Na, sieht doch schon ganz brauchbar aus. Perfekt. Das sieht doch gut aus. So. Jetzt hier noch alles markieren. Nein, dich nicht, sondern dich. Weil fehlende Texturen will keiner haben. Dann laufen wir so Stück für Stück immer weiter rum. So. Da machen wir. Nee, da machen wir richtige Steine. Das sieht schon fast zu heftig aus. Wobei, ganz ehrlich, Gras eben, wir können auch einfach Dreckgras nehmen. Macht wahrscheinlich doch mehr Sinn, weil hier richtig Stufen reinmachen, sieht bei den kleinen Stufen blöd aus. So, jetzt gehen wir hier hoch. Heißt also, wir laufen. Da mache ich jetzt aber Steine. Stone, und zwar hier ein bisschen so angetrübter Stein. Ist ja hier alles Gras und sowas. So. Wir ziehen hier mal doch eine Decke rein. Ah, wird da aber jetzt ein bisschen eng. Gut, dann machen wir das genau andersrum. Wir machen die Decke ein bisschen höher. Dich dementsprechend auch. Ah, okay. Und jetzt markieren wir das alles. Beziehungsweise ist er schon auf der richtigen Höhe, können wir eigentlich 1:1 so lassen. Wir fügen hier jetzt eine Textur hinzu. Warum auch immer das jetzt nicht funktioniert. Okay, das Walten kannte ich noch gar nicht, dass wenn hier Sky und hier Sky ist, dass dann die Textur komplett ignoriert wird. Aber gut, und nicht weiter schlimm. Macht ja nichts. So, wir wollen hier sowieso eine Decke reinziehen. Und machen wir mal richtig schön hier gute alte Handwerksarbeit. Ja. So, haben wir hier eine kleine Map, gehen hier hoch. Dann definieren wir hier noch zwei Sektoren. Beziehungsweise ich mache die Linie mal lieber hier, dann ist der rum quadratisch. Okay, das hier wird unser Ziel. Das heißt also, die beiden müssen noch so hoch, dass sie hier mit einer Kante agieren. Perfekt. So, das Ding ändern wir auf Zielgerade. Doch kleiner als ich dachte. Gibt es das auch in größer? Ich brauche 64 mal 64. Das geht natürlich auch. Gut, dann machen wir es anders.
Wir fügen hier noch ein paar kleinere Linien hinzu. Dahin kommt das. Warum ist das eigentlich alles so verschoben? Das sieht natürlich scheiße aus. Nein. Das da brauchen wir. Hier müssen wir aber bei den Texturen ein bisschen anpassen. Und zwar, das hier muss alles auf Null bleiben. Ach Gott. Das war jetzt Quatsch. Jetzt habe ich hier den. Das hier, hier geändert. Wir haben bei der Textur haben wir ein Offset. So, dann machen wir einfach mal ein Offset von 32 und 32. Dann sollte das Ganze passen. Achso, X-Offset haben wir gar nicht. Achso. Nee, ich habe einfach nur falsch eingetragen. Genau, bei dem Boden haben wir ein Offset, bei der Decke haben wir kein Offset. So, hier haben wir auch wieder ein Offset. Jetzt passt das Ganze. Und wir müssen noch die Textur drehen, damit man sie praktisch dann sieht. Wir kommen ja von der Richtung hier. Dementsprechend muss das Bild natürlich auch in die Richtung zeigen. Also müssen wir die Textur drehen, und zwar um 64. Quatsch. Da unten muss natürlich die 64 rein. Perfekt. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, wow, okay, also das ist wie die wieder gerade fahren, also Bogenmaß, eben nicht Bogenmaß, sondern, ja, also dieses, diese 360er Einheit, warum auch immer. So, das können wir gleich eigentlich auch alles hierfür übernehmen, das ist ja alles das gleiche. Badam. So. Okay. Und dann können wir jetzt hier die verschiedenen anderen Texturen hinzufügen. Das wäre dann praktisch das hier. Das hier. Und das hier. So, das ist jetzt unser Ziel. Das heißt also, wenn man diese Linien überquert, dann endet das Level.
Und zwar, wenn man ja, ganz normal drüber läuft. Also, sobald man auf diesen Bereich raufläuft, ist das Spiel an der Stelle vorbei. Gucken wir mal ganz kurz, ob das auch so funktioniert. Du kannst weg, du kannst. So. Oh, ja, ich finde natürlich noch die ersten Texturen. Nicey-dicey, gut. Soll es erstmal nicht kümmern. So, wir gehen hier rauf. Und voilà. Das funktioniert. Wir haben also schon mal eine kleine Map erstellt. So im Speed-Style-Technischen. Das müssen wir natürlich wieder anpassen. Ganz klar. Dann machen wir klassisch Stone hin. Und zwar diese mit Dingern. So. Sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Na gut, das ist jetzt Schwachsinn. Da brauchen wir keine Textur. Dankeschön. So, okay. Damit hätten wir hier unsere Textur und hier müssen wir durchlaufen. Wobei der Durchgang ganz schön eng aussieht. Lassen wir aber so. Darum geht es jetzt gerade nicht. So, jetzt erstellen wir noch, damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht. Stellen wir hier rum. Das ist jetzt bloß fürs Auge. Man weiß ja, das Auge ist mit. Einfügen. Oh, draußen sieht sich ganz schön zusammen. Sieht aus, als wenn es heute noch regnet. So. Okay. Jetzt erstellen wir auch hier wieder ein paar kleinere Linien. Beziehungsweise können wir sogar lassen. So, was habe ich jetzt damit vor? Ganz einfach, das ist einfach nur hier so kleine als ja, ich sag jetzt mal Akzent. Und zwar kommt das, ich mache es mal hier oben. Genau so, das kommt auf gleicher Höhe. Tada! Und jetzt kommt das. Das kommt runter. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich bloß, halt, nein, das wollte ich nicht. Geh weg, bitte geh weg, danke. Das ist wie gesagt eigentlich eher nur sowas von Akzentmäßiges halt. So. Und zwar kommt hier wieder unser schönes technisches Ding hin. Das ist. Das da kommt dahin. Gucken wir, wie es aussieht. Boah, doch, geht, kann man so machen. Ja, das ist jetzt einfach nur so als Akzent. Tada! So, jetzt haben wir eine schöne kleine Map erstellt, die an sich erstmal lauffähig ist. Und ja. So will uns Gott gnädig ist, können wir diese Map auch schon spielen. Man sieht, aha, man muss hier hoch. Gut, das da oben sieht doch ein bisschen unkantig aus, noch ein bisschen unstimmig, aber ist ja auch letztendlich egal. Und jetzt ist man hier oben und kann jetzt hier laufen. So, allerdings wäre natürlich Doom kein Doom, wenn es nicht Doom wäre. Und genau jetzt fangen wir mit den Polyobjekten an. Und zwar möchte ich, dass dieser Weg hier versperrt ist. Das heißt also, ich möchte, dass hier ein Block innerhalb dieses Dings ist, was uns den Zugang versperrt. Um diesen Block zu erstellen, gehe ich jetzt wie folgt vor. Ich erzeuge erstmal einen Dummy-Sektor. Da. Schön Linie zeichnen. So, badam. Innerhalb dieses Dummy-Sektor erstelle ich jetzt einen Block, der hier reinpasst. Der Block kann etwas größer sein als das, damit es den Weg auch wirklich komplett versperrt. Weil wie gesagt, Polyobjekte können ja durch die Wände gehen, nur halt nicht durch Player. Also durch Objekte wie Player oder Monster oder anderen Gegenständen.
So, heißt also, wir erstellen hier erstmal einen relativ großen Quader. Wir haben hier eine Länge von, ja, von was denn eigentlich? 192. Gut, also machen wir hier auch über die komplette Breite, 192. Machen wir einfach mal viereckig, reicht ja aus. So. Wo ist der dann Vektor? Er hat den. Da. Den klauen wir. Und den geben wir eine schön aussagekräftige Textur, dass man sofort sieht, aha, hier ist was faul. Sprich also, das wird kein Gestein, sondern da machen wir mal ein bisschen was Eviliges hin. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal sowas hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja doch, das sieht gut aus. So, dieses Objekt versperrt uns jetzt also praktisch denn da vorne da den Weg. Das heißt also, wir machen jetzt aus diesem Block hier ein Polyobjekt. Dazu wenden wir jetzt genau das an, was wir in dem ersten Video gelernt haben. Wir definieren eine Linie von den vieren als Polyobjekt-Startlinie. Fügen jetzt schön mittig einen Anker hinzu. Wie gesagt, wo ihr den Anker hinfügt, ist euch überlassen. Beziehungsweise, wenn es halt rotiert, dann halt um den Rotationspunkt. Dazu gehen wir jetzt bei Special Effekte, Polyobjekte, Anker. Ja, die ID 90 können wir eigentlich gleich lassen. So, dann geben wir der Linie hier auch die ID 90. Das ist Argument 1. Wie gesagt, wer sich hier nicht sicher ist, einfach hier nochmal raufgehen, einmal raufklicken und dann seht ihr die ganzen Sachen. Und da seht ihr schon, die beiden Sachen brauchen wir nicht, sondern für uns wichtig ist Poly-ID und die haben wir jetzt auf 90 gesetzt. So, und dieses Objekt soll hier so rein, dass diese Kante nicht ganz hier vorne ist, sondern etwas weiter nach hinten verschoben. Das heißt also, wir haben hier 3 und wir sehen, aha, diese Linie ist hier von genau 3 entfernt, sodass hier vorne eine Lücke bleibt. Heißt also, wir fügen es genau an der Stelle ein und machen Start Spot. Auch wieder 90, damit haben die beide die gleiche ID. Alles schön, alles fein. So können wir alle fröhlich sein. So. Ja. So. Das Ganze dann gleich mal. Was ist denn das gerade? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Gleich mal ausprobieren. Aha. Man sieht, die Tür ist versperrt. Das da oben sieht scheiße aus mit dem Ding da. Gut, das fix war, das sieht scheiße aus. Die Decke hier ist runtergekommen. Was ist das denn? So sollte das eigentlich sein. Na gut. Ah, weil wir hier wahrscheinlich geändert haben. Ja. Gut, dann. Setzen wir die alle mal ein bisschen hoch. So sieht eigentlich schon ganz gut aus. Okay. Stone. Nee, wer ist die Textur? Rock. Das war Rock 2, soweit ich weiß. Das ist jetzt gleich grünlicher. Und schon sieht es besser aus. Oh.
Achso, ja, das geht ja nicht, weil. Ja, machen wir auch einfach. So, dann haben wir hier jetzt auch wieder Rocky Mountain. Und damit sind alle glücklich. Dann speichern wir mal. Und jetzt sollten wir hier schön den Weg versperrt haben. Perfekt. Der Weg ist versperrt. Da ist jetzt unser Polyobjekt drin. Wir kommen hier also nicht rein. Und wir müssen aber hier rein, weil wir hier hoch wollen. Das heißt also, wir müssen jetzt hier irgendwo versteckt. Am besten machen wir das hier. Ja, genau, hier hinten. Da hinten machen wir jetzt einen kleinen, schönen, ja, Schalter hin. Mache ich das hier oder mache ich es da? Eigentlich eine gute Frage. Es sollte auf jeden Fall irgendwo versteckt sein. Ah doch, wir machen es einfach hier so als Linie. Okay. So. Diese Linie da, der geben wir jetzt die Attribute. Wenn man da drüber läuft, dann ist der Stein auf einmal weg. Das heißt also, wir machen wieder Polyobjekt. Move times 8. Und sagen, unser Polyobjekt mit der ID 90 soll mit der Geschwindigkeit von, nehmen wir mal schön langsam, ja, richtig schön langsam, mit der Geschwindigkeit von 1 soll er, achso, genau, er geht am besten, genau, er geht nach oben. Das heißt also 64, weil man sieht immer, nach rechts ist 0. Nach oben 460, 128, 128 und 192, genau. So, und die Distanz können wir eigentlich beliebig großen Wert eingeben. Nehmen wir einfach 255, dann bewegt er sich, bis er stirbt. Interessiert uns ja nicht weiter. So, das heißt also, ich schließe mal wieder das Fenster. So. Man guckt sich hier so um. Komme ich ja nicht weiter. Ist hier was? Nö, das ist auch nichts. Verstehe ich nicht. Irgendwann von ganz verzweifelt geht man dann hier lang. Und dann auf einmal. Es bewegt sich. Oh mein Gott. Es bewegt sich ja wirklich. Na gut, es wird jetzt ein bisschen sehr langsam. Wir gehen mal bei der ID auf die Geschwindigkeit von, sagen wir mal, weil wir heute willig sind, machen wir eine 8 draus. Einfach nur just for fun. Und man geht dann hier lang und dann auf einmal, oh, es bewegt, das ist schon wieder ein bisschen schnell. Oh mein Gott, die Tür geht auf. Oh mein Gott. Und das war links weg. Gut, wobei das jetzt ein bisschen scheiße aussieht. Man könnte auch noch ein bisschen mehr tricksen, indem man einfach. Ja, genau, komm, wir machen optische Illusion. Wir nehmen die Linie. Nein, du nicht. Die Linie wieder weg. Und fügen hier einen hinzu. Badam. So. Und hier sagen wir jetzt, okay, wenn man diese Linie irgendwann passiert, dann bewegt sich das Objekt und das Objekt mit der ID 90 ganz schnell nach oben. Naja, bis es halt irgendwann nicht mehr Teil dieser Welt ist. Und schon haben wir die perfekte Illusion, weil es macht ja auch kein Geräusch, wenn man kein Geräusch eingestellt hat. Wie das funktioniert, ist ein bisschen komplexer, deswegen lasst ihr das erstmal aus. So, man hat jetzt mal das Objekt, von sich, okay, ja, verstehe ich jetzt nicht, wo ich hier lang.
Verstehe ich nicht. Oh. Irgendwas haben wir gerade falsch gemacht. Es sollte sich eigentlich bewegen. Poly-ID 60. Ach, ja. Das hier natürlich. Man muss ja auch schon das Ding irgendwie aktivieren können. Man könnte es auch im Schalter irgendwo verstecken. Könnte man auch machen. Wir machen es einfach mal so. Guckt man sich rum. Hä? Verstehe ich nicht. Na gut. Oh, da haben wir noch eine Textur gelassen. Irgendwo muss noch was sein. War da nicht noch gerade was? Oh, ist es weg? Und schon kann man hier nach oben laufen. Und ins Ziel laufen. Aber jetzt kommt das zweite Anwendungsbeispiel. Erstmal machen wir das hier weg. Das sieht ja scheußlich aus. Dankeschön. Doom wäre nicht Doom, wenn man nicht noch Fallen hätte. Na? Richtig böse Fallen. Und das bedeutet, wir fügen hier noch einen Raum hinzu. Ja, Räume kennt jeder. Vor allem jeder, der schon mal Doom gespielt hat. Machen wir das. Jetzt wird es ein bisschen cranky. Gut, ich füge mir hier auch noch Linien hinzu, damit wir da ein bisschen variabel sind. Und zwar, das da. So. Beziehungsweise das Ding lässt man noch ein bisschen runter. Und hier machen wir noch mal ein bisschen Gestein hin. Perfekt. So. Da kommt dieses. Ich suche mal, das heißt. Das dahin. Perfekt. Das hier wird jetzt praktisch der geheime Raum, den man am Anfang nicht sieht, weil wir da jetzt ein Polyobjekt hinstellen. Das heißt also, wir definieren wieder ein Polyobjekt. Und zwar 1 mit der Breite 96, soweit ich weiß. Genau. Länge 96, also das Ding eine Gesamtbreite von 96. So, wir brauchen 96 mal 96. Beziehungsweise nein, nach hinten hin kann es ruhig ein bisschen schmaler sein. So, das Ding klauen wir auch wieder. So. Jetzt soll es nicht gleich sofort auffallen. Das heißt also, wir brauchen auch wieder diese Textur. Das war irgendwas mit SL. Genau. Die Texturen, die brauchen wir nicht benutzen, weil die sieht man später nicht, weil wir gucken von das Objekt nur von vorne drauf. Da wir, sobald wir hier lang gehen, die Tür dann verschwindet. Heißt also, die andere Textur brauchen wir nicht. So, jetzt hat es mal ein bisschen. Ja, effizienzorientiertes Programmieren. Müsste nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht. So, Fakt ist, hier haben wir jetzt unser Polyobjekt. Bitte geh weg. Danke. Und zwar definieren wir das hier wieder als Startlinie. Dankeschön. Achso, der Startlinie natürlich noch eine ID geben. Und zwar hat das jetzt die ID, das andere hatte die ID 90, also nehmen wir hier die ID 100. Ja, schöne ID. Badam. Das Polyobjekt braucht wieder auch einen Anker, damit wir es benutzen können. Also fügen wir jetzt hier irgendwie einen Anker hinzu. Ja, einfach. Wie gesagt, ich versuche die Ankers immer an eine relativ sinnvolle Position ranzumachen. Heißt also in dem Fall nehmen wir einfach eine Ecke. So. Da nehmen wir natürlich die ID 100.
Anker. Perfekt. Und das Objekt steht am Anfang genau da. Heißt also, hier soll unsere Tür stehen. Bei unserer Tür ist hier unten der Anker. Heißt also, wir müssen es, wenn wir es hier platzieren wollen, auch hier unseren Spot hinsetzen. Auch mit der AT-100. Startspot. Bam. So. Das hätten wir. Heißt also, wenn wir jetzt speichern. Das da. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Wenn wir jetzt speichern. Haben wir hier schön das Ding versteckt. Heißt also, wenn man hier steht, fällt es einem noch nicht unbedingt auf, aber man, wenn man hinguckt, kann man es halt schon erkennen. Aber es ist halt noch nicht so aufregend, dass man sagt, ah, hallo, hier ist eine Falle. Übrigens fällt mir gerade auf, hier ist auch eine falsche Textur. Gut, wir gehen gleich. Und ich möchte, dass dahinter praktisch Monster sind, dass wenn man hier langläuft, fröhlich, und man diese Lehne hier passiert, dass die auf einmal aufgeht. Ja? Beziehungsweise man kann hier schon zu deutlich erkennen, dass das eine Falle ist. Heißt also, ich mache es am besten. Ja, hier. Ja, doch, hier. Hier. Bei der mittleren Linie. Eine mittlere Linie bei zwei Linien ist natürlich schlecht. Ihr wisst, was ich meine. Also die Linie hier. Das heißt also, wir benutzen wieder diese Linie. Wenn man über diese Linie drüber geht, heißt also Player Course, dann soll sich der Block da hinten bewegen. Ja, ich nehme immer dieses Times 8, weil ich sowieso immer in 8er Dimension denke. Immer diese scheiß Programmierer. Bewegen soll sich Objekt 100. Und zwar diesmal relativ langsam, aber nicht zu langsam. Also man soll sehen, dass sich dieses Ding bewegt. Aber es soll jetzt nicht halt 3 Stunden brauchen, weil sonst kann man dran vorbeirennen, ohne dass die Falle irgendwie Chance hat, ihre Gegner da loszulassen. Das müssen wir also praktisch ausprobieren. Wir haben eine Breite von 96 und ja, ich sag mal, eine Sekunde Zeit haben soll das Ding schon, damit es aufgeht. Heißt also, wir brauchen 96 pro Sekunde, die sich das Ding bewegt. Wir setzen es also genau so, dass wir ungefähr 96 haben. Aha, wir haben jetzt 98, passt alles gut hin. Nehmen jetzt den nächsten schönen Wert, also entweder 20, kann man nicht mit Enter bestätigen. Interessant. Man kann den Wert gar nicht so manipulieren. Man muss wirklich diese Regler hier benutzen. Ist ja ein bisschen eigenartig. Gut, okay. Nehmen wir 20 oder nehmen wir 24? Oh, 24 kann man gar nicht auswählen, weil das Fenster zu klein ist. Kein Problem. Jetzt können wir es auswählen. Ne, komm, wir nehmen 20. Nehmen wir 20. 20 ist ein sauberer Wert, genau 2,5 Units per Tick. Damit kommt die Engine noch super klar. Das Objekt soll sich auch wieder nach oben bewegen. Als also 64. Damit geht die Tür, wenn man praktisch hier drauf zuläuft, geht die Tür oder wird der Block nach rechts verschoben. Distanz machen wir auch wieder Maximum. Wie lange sie sich bewegt, ist uns ja egal. Sie verschwindet sowieso aus der Map raus. Von damit, also aus unserem Sichtbereich. Von damit ist es jetzt egal, wie weit es sich bewegt. So, und damit sind wir, was die Falle angeht, jetzt schon mal fertig. Damit aber irgendwas da drin ist, was denn uns auflauert, müssen wir jetzt noch ein paar Gegner hinzufügen. Dann machen wir einfach hier so ein bisschen, tralala. Genau. Und das sollen jetzt die allerübelsten Monster sein, die Welt jemals gesehen hat. Mal so richtig heftig, oder? Ja, nee, das ist ein bisschen zu heftig, die bewegen sich zu schnell. Da kommt man da gar nicht mehr lang. Hm. Ach komm, bleib mal klasse, ich nehme mal Imps. Imps passt immer. Ja. Achso, die sollen einen natürlich auch angucken. Sonst reagieren sie nicht. Direction nehmen wir 0. Voilà. Jetzt gucken sie schön in unsere Richtung, wenn wir hier ankommen. Und jetzt ist unsere Falle quasi perfekt. Ich habe schon wieder das Fenster geschlossen. Ich depp. Komm, geh auf. Dankeschön. So. Zuallererst, und das ist auch der Grund, weswegen ich diese Linie dahin gemacht habe, weil egal wie man hier drüber läuft,
dem Moment, wo man drüber läuft, sieht man die Wand selber nicht. Und damit verschwindet die Wand für einen Spieler auf Zauberhand. Ich gehe hin und wenn ich wieder zurückgehe, ist die Wand weg. Wenn ich drüber gehe, ist die Wand weg. So, jetzt gehe ich hier hin, denke, oh, ist ja schön und laufe hier lang und boom, passiert gar nichts. Was haben wir falsch gemacht? Ich gucke mal kurz. Das hat die ID 100. Und das hat auch die ID 100. Diese Linie hat die Poly-ID 100. Und das hat die Poly-ID 100. Habe ich schon wieder vergessen auf Player Cross? Nö, ist richtig. Interessant. Ist ja interessant. Übrigens fällt gerade auf, dieser Imp da kann gar nicht sein, weil er steht gerade in der Tür. Weil die Tür geht ja bis hier. Aber das ist jetzt nicht unser Problem, sondern unser Problem ist, warum die Falle nicht auslöst. Player Cross ist richtig. So, wir haben Polyobjekt, Move Times 8. Die Objekt ID 100 soll sich bewegen. Die ist definiert, haben wir gerade nachgeprüft mit der Geschwindigkeit 20. Nach oben. Bis zum Mond. Das passt alles. So, das ist ein Startspot, das ist auch richtig. Und das ist ein Anker, das ist auch richtig. Haben wir hier was falsch gemacht? Nö, Polyobjekt 100. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Warum das Ganze nicht so funktioniert, wie es soll. Ach, ich hatte die Linie noch gar nicht überquert gehabt. Ah, oder bin ich da ungünstig drüber gelaufen? So, wir machen mal nochmal. Achso, siehst du, gleichzeitig können wir gleichzeitig hier nochmal ein bisschen Bugfixing machen. Da. Und zwar hier die Texturen. Die sind falsch. Da brauchen wir bitte schön schon die richtigen. Das da. Dankeschön. Alles andere sieht unschön aus. So. Okay. Damit ist unsere Map soweit also schon mal fertig. Und wir haben unsere erste Map gemacht. Man geht hier lang, damit das Ding hier weggeht. Und jetzt, man geht hier rüber. Und die Falle schnappt zu. Man kann jetzt ganz schnell dran vorbeilaufen. Hilfe, ich muss hier raus. Oder aber, man catcht sich halt erstmal mit dem Monster. Ja doch, wir geben dem Player mal einen Grund hier hinten hinzugehen. Und zwar, indem man hier noch ein schönes Leckerli schön sauber platziert. Und zwar mal richtig schön Power-Up. Nee, wobei, wir geben ihm einfach mal eine richtig schöne BFG. Einfach mal, ist ja bloß eine Map ohne Sinn und Zweck jetzt hier. So, einfach schön richtig fette BFG. So, damit ist das Leben perfekt. So. Er kommt raus, wundert sich, ne? Wo muss ich denn hin? Da ist nichts, hier ist auch nichts, da ist nichts. Übrigens, diese Texturen hier, die waren jetzt gar nicht geplant, da soll der auch Stellen sein. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Okay, bleibt so. Wo muss ich denn jetzt hin? Verstehe ich nicht. Oh, ist ja offen. Wow, ich bin frei, Motherfucker. Ah, Monster, Hilfe. Oh, was sehe ich denn da? Eine BFG. Die BFG hat den ganzen Weg auf mich gewartet. Da locke ich mal kurz die Gegner raus. Ohoho, ich bin ja so intelligent. Hallo? Sterbt! Stirbt! Jawohl, jawohl, jawohl! Oh, Megan!
Und jetzt verreckt, Motherfucker! Ich bin frei! Ja. Okay. Also, das zu unserem ersten praktischen Anwendungsfall. Eine einfache Map mit zwei Polyobjekten, aufgrund dessen sich Objekte seitlich bewegen können. Das finde ich nice. Gut. Das sollte soweit erstmal gewesen sein. Also habt ihr jetzt bei dem ersten Video vertieft gelernt, wie man Polyobjekte anwendet. Und das hier als zweites Video und wahrscheinlich auch speziell für Polyobjekte jetzt auch erstmal das letzte Video, wie man diese denn in einer mehr oder weniger sinnvollen Map anwendet. Mehr oder weniger sinnvoll anwendet. Ja. Von daher würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob ich die Map auch mit anhängen werde ans YouTube-Video, also dass ihr die praktisch downloaden könnt. Nee, ist das so viel Aufwand. Müsste ich mir erstmal ein Haus versuchen, wo ich es hochlade. Nee, wie gesagt, ist ja mit ein paar Klicks selber gemacht. Ich meine, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 3 Stunden vielleicht, ist ja nicht viel. ja. Nur halt, damit ihr wisst, wie man sowas baut. Soll es damit jetzt soweit erstmal gewesen sein. Ja. Von daher, ciao mit V.